Im Stadtbad Sangerhausen fand am 13. Juli die Turmspringmeisterschaft statt. Dazu hatte die kommunale Bädergesellschaft der Berg- und Rosenstadt eingeladen. Bei sommerlichen Temperaturen wartete auf die Badegäste am großen kombinierten Nichtschwimmer- und Schwimmerbecken das 1-Meter-Sprungbrett sowie die 3-Meter- und 5-Meter-Sprungplattform. Bei der Meisterschaft waren pro Teilnehmer 3 Wertungssprünge vorgesehen, welche jeweils durch eine dreiköpfige Jury mittels Wertungskarten von 1 bis 9 Punkten bewertet wurden. Die Teilnehmenden sagten ihren Sprung vorab an, sodass eine entsprechende Bewertung ähnlich wie bei großen Sportwettkämpfen möglich wird. Die Möglichkeiten der Sprungvarianten waren nahezu unbegrenzt und durch die Teilnehmerinnen und Teilnehmer frei wählbar. Jede Turmspringerin bzw. jeder Turmspringer entschied selbst, aus welcher Höhe und mit welchem Sprung gesprungen werden sollte. Die Wertung fand in 3 Altersklassen statt. In der Altersklasse AK1 starteten alle Teilnehmer bis 12 Jahre, in der AK2 die 13 bis 17 Jahre alten und in der AK3 alle ab 18 Jahren. Auf die Sieger in den Altersklassen warteten unter anderem Pokale, Cappies, Frisbees, Tassen und Urkunden. Am Ende wurde erster Hannes Schmidt bei den 0- bis 12-Jährigen. Noah Loch erster bei den 13- bis 17-Jährigen. In der Altersklasse 3 kam auf Platz 3 der 64-Jährige und auch älteste Teilnehmer Wolfgang Groller. Und schließlich erster wurde hier in dieser Altersklasse Michael Peter. 5, 4, 3, 2, 1.